Hier ist der Stundenplan auf der weiterführenden Schule. Aha. Oh, jetzt wär's schon Mathematik, Physik, Deutsch, Erdkunde, worauf hättet ihr Bock? Erdkunde. Oh. Hättest du Bock drauf? Finde ich geil, ja. Dann gucken wir mal. Ja. Dein Wunsch ist uns Befehl, Erdkunde. Hat er jetzt einen Punkt dafür gekriegt, weil er verdient, ne? Auf gar keinen Fall. 10 Punkte. 5 Punkte gibt's in der 5. Klasse, auch wenn man den Eindruck hat, dass man die Welt nicht mehr versteht. Erdkunde bleibt den Schülern wahrscheinlich für immer erhalten. Eure Prüfung ist folgende. Ihr hört gleich 5 Nachnamen, die in einem Land besonders häufig vorkommen. Wenn ihr die Antwort wisst, dann haut ihr auf den Buzzer. Wer zuerst 3 Punkte holt, gewinnt diese Prüfung. Ist das okay. Cool. Was für dich? Vortragen wird uns diese Namen. Ein Schüler, den jeder von uns in der Klasse hatte. Einer, der immer etwas langsamer war als alle anderen, auf den man ständig warten musste. Aber heute, ich sage im Moment, heute ist er mal ganz vorne vor der Klasse. Ich freue mich, dass er hier ist. Seid nett zu ihm. Hier ist Dennis aus Hürth. Dennis! Hallo Dennis! Guten Tag, Herr Luke. Alles klar, wie geht es Ihnen? Sehr gut, hallo. Okay. Grüß dich. Dann viel Spaß. Dennis aus Hürth, stell die Prüfung. Guten Tag. Der junge Mann hat aber schon Vollbart, ne? Nicht schlecht. Ja, immer mehr. Also, hör zu. Jetzt kommen 5 Nachnamen, ja? Welches Land ist das? Lambert. Michel. Dubois. Frankreich. Bitte? Frankreich. Richtig. Yeah! Oh, klasse! Mega! Woran hast du das erkannt? An meinem Akzent? Du hast es sehr schön ausgesprochen. Ja, ne? Wie hätten die denn richtig gehießen, Max? Wie hätten die denn richtig gehießen? Lambert? Lambert? Dubois? Dubois? Ja, also, das ist ja Bestandteil des Spiels, dass er die Namen falsch ausspricht, natürlich. Das ist das war die Humorebene, die wir einbauen wollten. Das wäre natürlich krass schwer gewesen, wenn ich gesagt hätte, was ist das für ein Land? Lambert? Michel? Ich also mach es bitte weiter falsch. Ja, okay, ich mach's gerne weiter falsch. Also, aufgepasst. Haben Sie das verstanden, Herr Rotzi? Ja. Da haben Sie, ne? Müssen wir mal langsam reden. Haben Sie das verstanden? Du Otto. Also, erster Name. André Eva. Zweiter Name. Moro Zova. Dritter Name. Magomedov. Vierter Name. Kuznetsov. Und da, und ich hab's... Herr Rotzi? Max schon auf den Lippen gesehen. Polen. Nee. Leider gar nicht. Würdest du dich demnächst mit... Leider nein. Entschuldigung. Sagt, Entschuldigung. Ja, was sagt Max? Entschuldigung. Russland. Russland, ja. Also so offensichtlich Russland dann. Okay, ja gut. Ja, hat sich ein bisschen an die rückwärts gesprochen, so, ja, ne? Kuznetsov. Okay, aber das ist Russland. Yeah! Ja, also den Punkt hätte er eh schon gehabt. Und jetzt ist der Matchball bei den Kids. Es steht 2:0. Ey, bitte. Was? Herr Herbst, bitte. Was? Also, nächstes Land. Song. Ma. Xu. Gesundheit. Max. China. Stimmt. Xu ist China. 3-0. 3-0. 3-0. Aber... Ich meine, China hätte man ja auch wirklich, du kannst auch ein bisschen Chinesisch, oder? Ja, ich hätte eigentlich, dabei habe ich noch nicht mal mit Dialekt gemacht. So, ma, xu, i, wo, da, pschei. Dennis, das ist sehr gut gemacht. Willst du die Punkte auch noch ansagen? Ja, dann sage ich jetzt die Punkte an. Guck mal, hier, das verändert sich jetzt. Wir gucken jetzt mal auf den Punktestand. Oh, ich schwör. Ey, was habt ihr für eine Tafel? Guck mal, hast du gesehen? Boah, ist knapp. Ist aber knapp, ne? Wenn die kurz Pipi machen gehen, holt ihr bestimmt einen Punkt. Ja. 13-2. Ey, komm, gib mal Gas, Herr Rotzin. Was ist los? Ich mag den nicht. Früher war der voll nett. Ich mag den nicht. Früher. Guck mal, wie braun der ist. Seitdem der reich ist. Ich weiß nicht. Ich mag den nicht.